Was tut ihr da unten? Habt ihr noch Gegner? Bringt sie mit am besten. Ich habe keine Lust, nochmal runterzugehen. So, das sieht mir dann stark nach dem Rokar-Lager aus. Hallo! So, wir bleiben ein bisschen auf Abstand. So, das hat halbwegs funktioniert. Ah, Scharfschütze schon wieder. So, komme ich da erstmal zu dir hier hinter. Das muss ja nicht sein, dass du mir hier weiter auf den Sack gehst. Mal ganz ehrlich. So, euch hatte ich schon mal gescannt, oder? Ja. So, aber den Saboteur will ich gerade nochmal. Axul ist hier. Er ist da drin. Ich kann ihn hören. Sind alle bereit? Da können wir ja froh sein, dass der nicht zur Verteidigungslinie gehört hat, oder? So, bevor wir aber nach Tavos da drüben suchen, gehen wir erstmal hier rein und schauen uns ein bisschen um. Das Datenpad lesen wir gleich. Okay. Zumindest ein Behälter zum Öffnen, das ist ja schon mal was. Noch einer, etwas versteckt. So, und dann schauen wir mal, was es hier zu lesen gibt. Invasion. Ich folgte Axul über Volt und wir fanden weitere wie uns. Leute, die alles an die Kette verloren hatten. Überlebende, verloren und hoffnungslos. Er öffnete ihnen die Augen, wie er sie mir geöffnet hatte, und die Reihen der Rokar schwollen an. Wir kamen nach Haval, um einen Ort zu errichten, an dem wir ungefährdet planen konnten und die Fähigkeiten trainieren, die wir brauchen würden, um unsere Mission zu erfüllen, unser Volk von der Unterdrückung zu befreien. Wir wussten nicht, dass bereits ein neuer Feind eingefallen war, seltsame Kreaturen aus einer anderen Galaxie, die sich in einer Schlucht verbargen. Axul wusste, dass das ein Zeichen war. Wir waren dazu bestimmt, sie zu finden. Wir sandten eine Gruppe aus, um dieser Bedrohung zu begegnen. Die Invasoren schrien uns in einer Sprache an, die wir nicht verstanden, doch wir erkannten ihre wahren Absichten. Wir sahen die Waffen in ihrer Hand. Wir zeigten ihnen, dass auch wir Waffen besaßen, und sie flohen vor unserer Macht. Ich war glücklich, zum ersten Mal seit dem Morgen, an dem ich meine Familie das letzte Mal lebend gesehen hatte. Ach, Alter. Ach, ja. Was erwartet ihr? Wenn jemand in ein unbekanntes Gebiet geht, dann nimmt er auch was mit, um sich zu verteidigen, natürlich. Für den Fall, dass ihn jemand angreifen möchte. Also, die Tatsache, dass jemand eine Waffe in der Hand hat, sagt noch gar nichts über seine Absichten aus. So, wir gehen gleich da rein. Ich will aber nochmal ganz kurz hier hinten schauen. Hier ist doch noch ein Haus, ne? Ah ja, sowas ähnliches wie ein Haus. Archivsystem, oh! Oh, was habe ich jetzt das gemacht? Das Ding ist Schrott. Ranken und Computer passen einfach nicht gut zusammen. Pathfinder, wir könnten versuchen, die Energieversorgung wiederherzustellen. Okay, also solange ich nicht derjenige war, der es kaputt gemacht hat, ist alles gut. Harzkappen. Die könnten wir benutzen, um diese Konsole mit Energie zu versorgen. Das hast du sehr gut erkannt, Einstein. So, schauen wir mal ganz kurz. Kommen wir hier... Ach, wir kommen da nicht durch, ich fasse es nicht. Dann schauen wir halt mal von draußen. Hier liegt noch ein Datenpad. Fast übersehen. Eroberer. Axul hörte, dass mehr dieser neuen Aliens eine Allianz mit unseren fehlgeleiteten Deserteuren eingegangen waren. Wir zogen aus, um es selbst zu sehen. Es war schlimmer, als wir gefürchtet hatten. Es gab mehrere Spezies dieser neuen Aliens. Schlimmer noch, sie herrschten nicht nur über unser Volk, sie wurden verehrt wie Helden, so rum. Wohin ich auch sah, kuschten Feiglinge vor diesen widerlichen Dingen, gingen vor ihnen in die Knie, feilschten mit ihnen, ohne zu erkennen, dass sie nur einen Unterdrücker gegen einen anderen eingetauscht hatten. Ich werde niemals vergessen, was Axul uns an diesem Tag sagte. Alle Aliens sind letztlich gleich. Sie wollen nehmen, was uns gehört, und uns versklaven. Die Rokar sehen mit klaren Augen und unsere Herzen sind rein. Wir werden uns diesen neuen Invasoren nicht unterwerfen. Wir sind die wahre Widerstandsarmee. Und eines Tages, schon bald, werden alle Angara auf allen Welten es wissen. Ja. Ich meine, ich kann verstehen, dass ihr Aliens gegenüber schlecht eingestellt seid oder schlecht zu sprechen seid auf Aliens. Aber... Ein alter Generator. Vielleicht funktioniert er ja noch.
Ein bisschen fanatisch klingt er dann doch schon, muss ich sagen. So, das war ja jetzt gar nicht so schwer. Wieder zum Laufen bringen. War ja ein Riesenauftrag gerade gewesen, oder ein Riesen Quest, das Ding wieder zum Laufen zu kriegen. Yay! Ich hab's. Amara Dawson. Das muss sie sein. Sie wurde an einen anderen Ort auf dem Planeten gebracht. Ich lade die Informationen herunter. Bringen wir das hier zu Emerald. Sehr schön. Dafür war das also gewesen. Ich war mir jetzt gar nicht sicher, aber ich hatte es schon irgendwie vermutet. Wenn da was mit Archiv steht, dann wird es wohl in die Richtung gehen. So, und dann wollen wir doch mal hier reinschauen und Tabos besuchen. Mal sehen, sie was er sagt. Sie haben meine Leute getötet. Und jetzt wollen sie ihren Erfolg krönen, indem sie auch mich töten. Und sie. Ich kenne ihr Gesicht. Wieso helfen sie diesen Mördern? Ryder ist unser Verbündeter. Er hat den Wissenschaftlern in Dar Palaf geholfen. Ich weiß. Und sie sollten sich schämen. Nach allem, was wir mit den Cats durchgemacht haben. Sagen sie mir, weshalb sie hier sind. Dann weiß ich zumindest, warum ich sterbe. Mal ehrlich, wie wär's mit einem Hauch weniger Drama? Ich habe ja noch nicht mal eine Waffe auf sie gerichtet. Ich habe hier ein Artefakt oder Erbstück oder irgendwas in der Art. Ich werde es jetzt hinlegen und Sie müssen es anfassen. Was? Und? Ryder, ich glaube, es funktioniert nicht. Moment mal. Im Museum auf Aya gibt es ähnliche Dinge wie dieses. Antike angaranische Technologie. Es passt an eine Hand. Die Kontakte an der Innenseite dienen der myoelektrischen Steuerung von... Was haben Sie mit mir gemacht? Ich gar nichts, das war der Handschuh. Ich kann gar nichts dafür. Der dritte Monolith. Wissen Sie, wo er ist? Ja, ich verstehe nur nicht, woher ich es weiß. Sie müssen mich dorthin bringen. Bitte. Gemeinsam können wir Haval retten. Sie sind ein Alien. Ich kann Ihnen nicht vertrauen. Dann geben Sie mir die Chance, mir Ihr Vertrauen zu verdienen. Bitte. Tief unter der Oberfläche, aber nicht weit entfernt. Wir treffen uns hier. Bei diesen Koordinaten. Dann zeige ich Ihnen den Rest des Weges. Ich muss mich nur erst wieder sammeln. Das war einfacher als gedacht, muss ich sagen. Ich hatte jetzt irgendwie mit mehr Widerstand gerechnet, aber okay, Tavos war sehr hilfreich. Ja? Sprechen wir doch nochmal eine Runde mit ihm. Jetzt scheint ja zumindest seine erste Welle von Ablehnung uns gegenüber geschwunden zu sein. Oder vielleicht ist er auch einfach zu verwirrt, um jetzt noch großartig ablehnend zu sein. Ich weiß es nicht. Warum empfinden Sie und die anderen Rokar einen derartigen Hass auf alle Aliens? Lass mich raten, die Cat? Wie könnte es nach allem, was uns die Cat angetan haben, anders sein? Wenn die Rokar herausfinden, dass ich ihnen geholfen habe, werden sie mich als Verräter betrachten. Tja, dann hast du jetzt wohl keine Wahl, als dich von den Rokar loszusagen, oder? Soweit ich weiß, bin ich der Einzige, der den Monolithen und das Gewölbe neu starten kann. Im Grunde helfen sie also nicht mir, sondern Haval. Wir brauchen ein Alien, um unsere Heimatwelt zu retten. Ist Ihnen nicht klar, wie beschämend das ist? Ich schwanke zwischen dem Drang, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, und meiner Abscheu gegen Sie. In meinem Kopf herrscht das absolute Chaos. Ich finde es jetzt nicht unbedingt beschämend, wenn man bedenkt, dass eure Planeten von einer Technologie durchzogen sind, von der ihr absolut gar keine Ahnung habt. Also das ist eigentlich viel mehr beschämend, dass ihr seit Jahrhunderten damit zusammenlebt und absolut keine Ahnung darüber habt. Das ist eigentlich wirklich traurig dabei. Dass dann ein Alien kommt, der euch da helfen kann, seid froh drüber. Ich meine, wir können die Welt auch sterben lassen, kein Problem. Aber so ist doch eigentlich besser, oder? Wenn ich euch helfe und alle sind zufrieden? Naja, mal schauen. Erhaltene Nachricht, ein neues Alien. Tavos, hast du schon von den neuen Aliens gehört? Sie interessieren sich für die Relikte, genau wie die Cat. Aber die Relikte sind von enormer Bedeutung für Haval, für alle Angara.
Es darf dem Alien deshalb nicht gestattet werden, diese Technologie zu sabotieren. Du musst für mich zu den Monolithen gehen. Sollten sich die Aliens an den dortigen Relikten zu schaffen machen, musst du sie mit deinen Männern aufhalten. Versteckt euch im alten Dar Palav. Der Dschungel hat es zurückerobert, aber vielleicht stehen ja noch einige Bauwerke. Die Forscher, die die Landezone übernommen haben, werden euch nicht entdecken. Sie sind schwach. Sie werden es nicht wagen, sich weit von ihrer Station zu entfernen. Axul. Erhalt der Nachricht, ein Verräter. Einer von uns hat sich mit dem Alien verbündet. Solltet ihr ihn sehen, zögert nicht, ihm klarzumachen, was die Roker von seinem Verrat halten. Axul. Erhalt der Nachricht, noch nicht. Tavos. Es überrascht mich nicht, dass die Wissenschaftler mit dem Alien zusammenarbeiten. Unternehmen trotzdem nichts gegen sie. Sie sind immer noch unsere Leute. Ich muss über die Sache nachdenken. Axul. Ich bin gespannt, wann wir auf Axul persönlich treffen und wie das Aufeinandertreffen dann so sein wird. So, wir nehmen nochmal kurz alles mit, was wir kriegen können. Da freut er sich bestimmt ganz doll, wenn wir ihn hier ausrauben. Aber hey, was soll's? Okay, damit hätten wir das. Wir werfen mal einen kurzen Blick auf die Karte. Hier gibt's jetzt auch nichts mehr für uns. Da ist ein Monolith, da ist ein Monolith. Und wir müssen dahin, okay? Das ist... Ah, okay, das ist am Nordende des Abgrunds quasi. So, da wir ansonsten jetzt hier erstmal eigentlich nichts mehr weiter haben. Wir gehen erst nochmal nach Mithrava, würde ich sagen, und geben das Quest ab. Vielleicht gibt es da nochmal ein neues Quest. Was ist das? Mit Taros beim Zugang. Oh, okay, nee, das ist ja gar nicht das, was ich möchte. Warte. Das ist gar nicht im Abgrund. Siehst du mal. Das ist nicht im Abgrund, das ist wieder unten in dem Gewölbe, in dem Reliktgewölbe, glaube ich. Jetzt müssen wir also da runter, wie es aussieht. Ich bin verwirrt. Ich bin tatsächlich sehr verwirrt. Aber wir gehen erstmal nach Mithrava. Wie gesagt, das möchte ich gerade tun. Also tue ich das auch. Ja, dann werden wir mal das Quest abgeben und mal schauen, ob wir vielleicht noch ein Folgequest kriegen. Könnte ja sein. Oh, falsche Richtung. Ja, man sollte vielleicht auch auf die richtige Taste auf der Tastatur drücken. So, hier. Etwas über meine Schwester herausgefunden? Pala hatte recht. Sie haben alles dokumentiert. Ihre Schwester wurde auf Haval verlegt. Dieses Datenlaufwerk müsste die Einzelheiten enthalten. Danke. Mit dieser Information könnte ich Amara wiedersehen. Aber der Gedanke, von hier wegzugehen, macht mir Angst. Das ist mein Zuhause. Wenn ich gehe, breche ich mit meinen Pflichten. Was ist, wenn ich nie mehr zurückkehren kann? Jeder hat mal Angst. Das vergeht. Amara ist ihre Schwester. Und Heimat ist oftmals eine Person. Kein Ort. Ich werde meine Angst überwinden. Danke, dass Sie einem alten Mann geholfen haben. Das ist wohl wahr. Heimat ist oftmals eine Person und kein Ort. Oder eine Gruppe von Personen. Familie zum Beispiel. So, damit hätten wir das abgeschlossen. Und er hatte ja eigentlich gemeint, dass er sowieso nicht mehr lang zu leben hat. Dann sollte er sich um seine Pflichten nicht so viele Gedanken machen, würde ich sagen. Okay, wir schauen mal, wie wir jetzt am besten vorwärts gehen. Den Wegpunkt nehme ich mal raus. Ich bin mir halt nicht sicher. Nee, das sieht eigentlich schon so aus, als ob das hier wäre, oder? Ich bin echt verwirrt. Komm, wir gehen mal in den Abgrund und schauen mal dort. Mal sehen, mal sehen. So, bevor wir jetzt aber uns wirklich richtig aufmachen. Hops. Bevor wir uns jetzt richtig aufmachen zu den Monolithen, werde ich nochmal eine ganz, ganz kurze Pause einlegen. Und danach geht es dann frischen Mutes los und dann werden wir mal schauen, ob wir diesen Planeten retten können. Ja, wir sind hier richtig. Sehr gut. Gehen wir noch nach vorn. Und stellen wir uns noch neben Tavos auf, insofern er denn da ist. Es könnte auch sein, dass er uns hier in eine Falle lockt. Aber es sieht gut aus. So, wir sehen uns gleich wieder. Okay, weiter geht's. Und dann wollen wir noch mal schauen, was Tavos für uns so hat. Und
ob wir ihm vertrauen können und ob wir den Planeten retten können. Das wäre doch auch ganz schön, oder? Er ist hier. Ich muss nur... Es hilft, wenn ich meinen Geist beruhige. Das alles ist mir vertraut. Eine, zwei, drei Vertiefungen. Die Handfläche hierhin. Okay. Nicht es schlecht. Es hat funktioniert. Wow. Das hat sogar ziemlich gut funktioniert, muss ich mal feststellen. So, dann wollen wir doch mal Tavas begleiten und schauen, ob wir großartig was an Relikten drin auftritt. Er war die ganze Zeit so nah und niemand wusste etwas davon. Die anderen Relikte in der Gegend könnten verhindert haben, dass er durch Scans entdeckt wird. Hier waren Reliktmaschinen. Zorai konnte sie stoppen. Wie hat er gelernt, Reliktik zu verwenden? Es ist ja nicht so, als gäbe es dafür ein Handbuch. Zorai hat den Aufsehern zugesehen. Das ist alles, was ich weiß. Und ich bin mir nicht sicher, was es bedeutet. Die anderen haben geschlafen. Aber Zorai... Aber ich bin wach geblieben. Ich konnte mich nicht bewegen, sondern nur zusehen. Und lernen. Das klingt nach demselben Stasefeld wie bei dem ersten Monolithen. Womöglich konnte Zorai die Auswirkungen ja irgendwie abschütteln. Und das hat ihn vielleicht verändert. Jetzt spricht Torath schon nicht mehr von Zorai, sondern von ich. Ich glaube, Torath wird gerade aufgesogen von Zorais Persönlichkeit. Also ich glaube, diese Reinkarnationssache hat funktioniert. Ziemlich gut sogar. Hier. Hier ist etwas. Ich erinnere mich. Da ist eine Tür. Und Nickel. So, kümmere du dich mal um die Tür, ich nehme den Snickel mit. Und schaue mich mal ein bisschen hier drüben um. Oh, hier ist das tatsächlich was für uns. Warst du nicht gerade noch mit der Tür beschäftigt? Na gut, schauen wir uns mal das Audiolog an. Ich bin gespannt. Die Schöpfermaschinen ermüden mich. Körper und Geist müssen auf ein Ziel ausgerichtet sein, oder der Versuch schlägt fehl. Zorai war eine Frau. Ohne die Monolithe versagt das Gewölbe. Und ohne das Gewölbe wird der Planet sterben. Jetzt fehlt nur noch einer. Ich habe es fast geschafft. Die Weisen haben sich geirrt. Zorai war eine Frau. Das war ihre Stimme. Meine Stimme. Würden Sie mir das überlassen, Pathfinder? Es gehört Ihnen. Es hat schon immer Ihnen gehört. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Ja, das machen wir. Ich rieche aufkommende Gender-Probleme bei Torath. Organisches Gewebe. Den Daten zufolge ist es sehr alt. Und angaranisch. Das ist Zorai. Oh. Sie ist hier gestorben, bevor sie den dritten Monolithen erreichen konnte. Das war ich. Ich würde gerne mehr Zeit hier verbringen. Aber nicht jetzt. Der dritte Monolith muss ganz in der Nähe sein. Kommen Sie, gehen wir. Ich glaube, das waren dann doch ein paar zu viele Relikte, denen sie begegnet ist. Hier lang? Ja. Das alles hier fühlt sich vertraut an. Zumindest glaube ich das. Naja, ich meine, so viele Wege haben wir jetzt nicht zur Auswahl. Und ich vermute mal, der verschwundene Monolith. Das ist er. Also dann, Freunde. Auf zum verschwundenen Monolithen. Wir haben unser Ziel erreicht. Oh, nach unten. Ich dachte, es geht nach drüben. Na gut. Dann also erstmal nach unten.
Alle da? Alle da! So, dann setzen wir uns doch mal an die Konsole und schauen, was passiert. Das sieht gut aus. Es ist vollbracht. Sie haben zu Ende geführt, was Zorai vor all dieser Zeit begonnen hat. Noch nicht ganz. Es tut mir leid, Tavos. Es gibt nichts, was Ihnen leid tun müsste. Sie hat zwar ihr Ziel nicht erreicht, aber sie ist auch nicht gescheitert. Die beiden Monolithe, die sie reaktiviert hat, haben Haval am Leben erhalten. Ohne sie wäre der Planet schon längst tot. Gehen Sie zum Gewölbe, Pathfinder. Ich denke, ich werde noch einen Augenblick hier bleiben. Ich muss über vieles nachdenken. Das glaube ich dir, mein Freund. Oh, gleich die Knarre in die Hand genommen hier. Noch ist es nicht ganz vollbracht. Wir müssen noch das Gewölbe reaktivieren. Was jetzt möglich gemacht wurde, dadurch, dass der dritte Monolith aktiviert wurde. Sam, noch eine Erinnerungsbenachrichtigung. Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Mensch, so ein Luxus hier. Man wird richtig beschenkt. Ist das nicht ein Wahnsinn? Okay, das ist auch gleich hier unten. Ich war mir jetzt nämlich gar nicht sicher, wo das Gewölbe eigentlich sein soll. Das muss ja nicht zwangsweise beim Monolithen mit sein. Eigentlich war das bisher sogar nie so gewesen, dass das Gewölbe bei einem Monolithen war. Sondern eher eigentlich in der Mitte zwischen den dreien. Aber gut, hier ist alles ein bisschen anders. Und diesmal mussten wir auch keinen Sudoku lösen. Keinen Alien-Sudoku. Wieso kommt eigentlich dieser Strahl da raus? Um Reaktionsverdränger, Verbesserung, okay, um den Monolithen überhaupt erst zu aktivieren. Das ging diesmal einfach so. Ist doch auch mal eine nette Abwechslung. So, gibt's eigentlich noch was Neues mit Tavos zu besprechen? Ich habe das Gefühl, als würde ich diesen Ort kennen. Oder rede ich mir das nur ein, weil ich mich daran erinnern will? In dem Falle wäre Zorai ja sogar hier drin gewesen. Was dann aber bedeuten würde, dass entweder jemand das Ding wieder deaktiviert hat, den dritten Monolithen, oder dass Zorai bewusst darauf verzichtet hat. Sonst hätte sie das ja wahrscheinlich gemacht, oder? Muss ich hier mit dem Gravitationsschacht wieder hoch? Wir tun es einfach mal. Wobei, nee, scheint nicht so zu sein, oder? Muss ich? Muss ich nicht? Ich finde es gut, dass ich auf dem Boden stehen kann, obwohl er noch gar nicht wieder da ist. Okay, der Lichtstrahl ist da. Das Gewölbe müsste offen sein, Pathfinder. Das ist weird. Okay, dann wollen wir noch mal schauen. Ich hatte jetzt eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet hier an dem Monolithen. Aber das hat Zorai ja schon vor einigen Generationen für uns gemacht, wie es aussieht. So, treten wir doch mal wieder raus. Gut, bevor wir jetzt hier zu Fuß weitergehen, schauen wir doch erstmal, wo wir eigentlich hin müssen. Hier unten ist das Gewölbe, okay. Das heißt, wir gehen mal zu diesem Aufklärungsposten. Und dann heißt es, retten wir Haval. Da freue ich mich drauf. Ich bin gespannt, ob sich der Planet in irgendeiner Form direkt verändert. Wahrscheinlicherweise nicht großartig, aber vielleicht hört es ja zum Beispiel zu regnen auf. Das wäre jetzt zwar nicht direkt das, was man erwartet. Ja, ich weiß, da drüben. Oh! Das kam jetzt unerwartet. Ihr müsst doch wohl spinnen. Da schlage ich doch gleich mal ein bisschen um mich. Ja, komm. Das machen wir dann mal so. Ein Gnadenschüsschen. Du darfst mal fliegen gehen. So, und dann machen wir uns auf zu unserem Ziel.
Ich hatte ja gehofft, dass mal irgendwas zu den fliegenden Tieren mit erwähnt wird, aber leider war das bislang noch nicht der Fall. Kann ja noch sein. So, schauen wir mal, wo genau hier der Eingang zum Gewölbe ist. Und ob hier noch ein paar Roker rumspringen. Oder ob sich das Thema erledigt hat für diesen Planeten. Ein Rülko. Der sieht ja putzig aus. Was ist denn das? Bleib mal stehen, Rülko. Du bist ja ein knuffiges kleines Getier. Leider mittlerweile ein knuffiges, totes kleines Getier, aber... Oh ne, jetzt ist er direkt verschwunden. Ich wollte den noch scannen. Das war gemein. Okay, wir haben die ersten Relikte. Das heißt, jetzt wird's ernst. Zuschlagen? Ja, leider nicht mehr ganz im Bereich Schaden mit drin. Im Schadensradius, so wollte ich sagen. So. So, den können wir aber holen, oder? Oh Gott. Lass mal hier ein Stück zur Seite gehen. So. Das sollte reichen, oder? Lästige Biester.